Oh mein Gott, und damit herzlich willkommen zu Let's Play oder Let's Show Cortex Command. Ich weiß nicht, was ich ausmache. Und diese Intro-Musik ist so gottbeschissen laut. Ich werde es wahrscheinlich in der Nachbearbeitung runterregeln müssen, aber sowas von krass. Naja, Leute, das war das Intro von Cortex Command. Und jetzt fragt euch bestimmt, was ist dieses Cortex Command, was du uns hier gerade zeigen willst? Genau, ja. Cortex Command ist ein Aufbaustrategie-Spiel mit. Also nein, es ist kein Aufbaustrategiespiel, es ist so ein Echtzeit-Wurms. Und ich baue jetzt einfach mal so eine Kampagne auf. Also die Geschichte habt ihr gerade eben gesehen. Es geht darum, dass die Menschen sich bekriegen und alles scheiße ist. Und dann reisen die weg und haben sich die Gehirne rauslassen machen. Und am Ende schießen sich sowieso nur die Köpfe ein. Ja, ich spiele jetzt einfach mal ein Spiel mit drei KI-Kollegen. Ich bin hier bei der Koalition. Natürlich ist mein Name nicht Player 1, sondern Dr. CI. Und mein anderer Gegner ist Sulu. Player 3 ist Günther. Mit UE. Und, wie nenne ich ihn? Rhabar. Nicht Rhabarber, sondern Rhabar, genau. Ja, und wie funktioniert dieses Spiel? Was muss man hier tun? Ja, also, es geht darum, dass wir nach Gold suchen. Und das sind so ein paar coole Gold-Sites hier. Gold Sites Found. Ja, die kann man erkunden, unter Gold abbauen. Allerdings, wie ihr seht, bin ich ja nicht alleine. Ich bin mit Sulu, Günther und Rhabar. Hier, seht ihr? Die sind auch da, das sind meine Gegner. Und wir müssen jetzt eigentlich nur Gold abbauen von diesen Stellen, aber die müssen wir uns erstmal bekommen. Und es empfiehlt sich, Moment, ich klicke mal gerade weg. So, es empfiehlt sich, mal diese Stelle vorher zu scannen und. Willkommen in eine neue Ansicht. Das ist die Gold-Side-Ansicht, nenne ich jetzt mal. Das ist die Karte, auf der wir uns später auch dieses Gebiet hier erobern werden. Ja, wir scannen das mal und hier unten im Schwarzen irgendwo da müsste ganz viel Gold sein und da wollen wir dran. Und wie wir da dran kommen, das zeige ich euch jetzt gleich, weil dieses Spiel hat was ganz Tolles. Ja, sowas Ähnliches wie Battlefield. So, jetzt setze ich erstmal ein Expeditionsbudget zusammen. Das sollte okay sein. Und ja, ich drücke auf Ende und die anderen KI-Kollegen, einer von denen, nämlich der hier, das müsste Günther sein, der will das auch haben und der investiert sogar viel mehr als ich. Und jetzt kommen wir in die Schlachtfeldansicht. Genau. Das ist die Schlachtfeldansicht, das ist die Ansicht von eben, nur können wir diesmal, irgendwo hinklicken und wir warten 2, 1, 0 Sekunden. Oha, ein Raumschiff landet. Das sind wir, hallo. Was sind wir? Wir sind ein Gehirn in einer Glaskugel. Und ich setze hier mal den Gold-AI-Dick-Mode ein. Und jetzt sucht unser Gehirn automatisch nach... Gold. Ja,
Stellt sich dabei allerdings minder schlau an. Und ja, ihr seht, das komplette Gebiet hier ist vollkommen zerstörbar. Und ich habe mir gerade eben, dass ihr bestimmt nicht schnell... Oh, guck mal, das ist Gold. Was ich gerade schnell bestimmt nicht verstanden habe, was ich da gemacht habe. Ich habe neue Einheiten geordert über das Kaufmenü. Das will ich gleich jetzt mal alles nochmal drauf eingehen. Also wie gesagt, erstmal, ich bin gerade ein bisschen... mache ich jetzt ein bisschen schnell, weil... Oh, da kommen auch schon direkt die ersten Gegner. Okay. Unser Geschütz hat auf irgendwas geschossen. Ah, da! Wow, weg da. Ja, wir können die... Oh nein, er hat uns in den Rücken geschossen. Ich hole mal gerade neue Leute. Das ist das Kaufmenü. Das lässt sich übrigens alles über... wenn ich jetzt eine Einheit ausgewählt habe, drücke ich die rechte Maustaste, dann habe ich hier dieses Ringmenü. Und dann kann ich hier in das Kaufmenü rein zum Beispiel. Aber egal, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir können halt die Kontrolle über all unsere Einheiten übernehmen und so weiter. Die Worms halt in Echtzeit. Oh fuck, der schießt unser Raumschiff ab. Scheiße, was sind das für Typen? Verdammte Kacke. Oh oh, da lädt sich irgendwas auf, was böse klingt. Was scheiße, eine Scheiße. Ihr folgt jetzt bestimmt, so werdet ihr von beiden Seiten beschossen, obwohl da nur ein Destroy ist. Die Karte wiederholt sich. Oh, fuck. Okay, Leute, so viel dazu. Wir haben all unsere Einheiten verloren. Wir wurden komplett überrannt. Das ist mir bisher noch nie passiert. Naja, was machen wir jetzt? Ich buddel mich hier rein und hoffe, ich kann mich lang genug verteidigen und den noch schön viel Gold klauen. Komm, buddel, 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 buddel. Oh Gott. Verdammte Scheiße. Ach nö, jetzt buddeln sie sich von oben durch. Verdammt, wir sind schlauer als ich dachte. Mist, normalerweise bin ich immer der, der die Einheiten oben hat und der andere, das letzte, gehören unten. Na, aber egal. Ja, ich habe mit meiner Buddelmaschine den Kopf weggebuddelt. Deswegen ist er gerade gestorben. Aber meine Einheit ist, glaube ich, gerade am Verbluten. Ja, mein Gehirn verblutet. Und das war's. Wir haben die Stelle verloren. Das ist mir bisher noch nie passiert. Naja, ich denke mal, ihr habt jetzt gesehen, wie ungefähr das aussieht. Oh, was ich noch gar nicht erwähnt habe, vielleicht ist diese Qualität jetzt von diesem Video anders oder ungewohnt. Schlechter, besser, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt nämlich mit einer anderen Methode auf. Na gut, die anderen KI-Kollegen bekämpfen sich auch. Das läuft alles im Hintergrund ab. Mist. Na gut. Ja. Dann... kommen wir jetzt die Abrechnung. Wir zahlen immer 200 Credits an diesen Tradestar. Man kommt von jeder Einheit oder von jedem Gebiet, was einem gehört, nochmal 1000 dazu. Aber wir haben ja kein Gebiet, deswegen geht das schlecht. Gut, dann wollen wir hier mal einen nehmen. Ich scanne jetzt. Und gucken wir uns mal das Gebiet an. Das ist noch bisher von keinem angehört worden. Ich hätte vielleicht direkt in zwei Gebiete investieren können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann eins von denen angegriffen wird, ist sehr gering. So, okay. Ich würde sagen, das hier nehmen wir uns als nächstes vor. Ich will euch nämlich noch zeigen, was natürlich passiert, wenn man es schafft, so ein Gebiet einzunehmen. Und da investiere ich jetzt mal... So, ja. Oh nein, direkt ein Dreierangriff, ja. Also zwei gegnerische Roboter. Und ich wollte hier unten landen. Obwohl. Moment, wir gucken uns mal um. Ich habe hier Zeit in der Vorbereitungszeit. Zeit in der Vorbereitungszeit. Doch, ich lande hier unten. Weil die müssen uns erstmal direkt durch Sand buddeln, was easy geht. Und dann ist ja wahrscheinlich auch direkt Gold. Ich kann euch mal einen gemeinen Trick zeigen. Gut, wir brauchen länger, um zu landen, aber...
Die haben sich direkt bekriegt. Und... Ah, super. Au! Wurde von einem umherfliegenden, zerstörten Stück Metall oder so getroffen. Also die ganzen Sachen hier sind wirklich komplett zerstörbar. Gucken wir uns mal den Kampf hier an. Also wenn zum Beispiel ein Gehirn stirbt, dann gehen alle Einheiten halt kaputt, auch die Flugeinheiten, die mich eben abgesetzt hat zum Beispiel. Deswegen ist hier gerade Schrott runtergeregnet. Oh, wir haben direkt Gold gefunden, perfekt. Gut. Ich hole mir direkt nochmal ein paar Einheiten. Natürlich auch immer mehr als zwei Einheiten da reinpacken, aber ich finde zwei ist eine gute Balance oder drei. Zwischen, wenn das Flugzeug abstürzt, ist es noch cool. So, jetzt zeige ich euch mal was. Man kann natürlich auch diese Flugeinheiten übernehmen, wie ihr gerade seht. Und das ist natürlich super gemein, den Flugeinheiten in die gegnerische Base reinzufliegen. Also ich finde das jedenfalls super gemein. Aber dieses Scharfschützengewehr gehabt, also die anderen mit dem Scharfschützengewehr, die ist sehr effektiv. Also die, wenn man getroffen wird, dann kriegt man keinen Schaden, sondern es laden sich irgendwelche Nanopartikel oder so auf. Das ist das Besondere an dieser Rasse hier, die ich ausgewählt habe, eher zufällig als gewollt. Eigentlich finde ich die nicht so cool, ich finde die ja sehr eintönig. Aber nein, die haben coole Waffen. Zum Beispiel eine Giga Pulsar. Nehmen wir jetzt mal den Silverman mit der Giga Pulsar. Wie konnte der Typ so nah rankommen? Heilige Scheiße. Na, ja, wir haben eine Einheit verloren. Aber alles halb so wild. Wir buddeln ja hier nach Gold. Ich könnte auch solche Einheiten mit so einem Buddelgerät hier ausstatten. Es gibt sehr viele Items in diesem Spiel. Und die könnte dann auch buddeln, aber ich finde, das ist nicht so effektiv. Vielleicht muss ich den Fels hier buddeln. So, unsere Einheiten sind gelandet. So, du gehst zur Verteidigung von meinem Buddelloch-Ding. Bitte. Und der Silverman kommt mit mir. Also, ich steuere ihn jetzt halt, also. Du fliegst zum Gehirn, zum bösen Gehirn. Es klingt, du fliegst zum bösen Gehirn. Ja, hier ist unser abgestürztes Raumschiff von eben. Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Einmal nachgeladen und... Bam! Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch eine Goldzeit.